Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Darkest Dungeon. Ja, wir haben das letzte Mal eine Niederlage erlitten und das hier ist jetzt ja unsere Ausbeute aus dieser Niederlage. War ärgerlich, war sehr ärgerlich, aber wir haben immerhin ein paar Sachen trotzdem noch rausholen können. Bei weitem nicht das, was wir wollten. Die zwei hier sind tot, Altar und Cornelius sind tot. Und auch unser Kollege hier, der Werwolf oder die Wehrziege, war jetzt am Ende plötzlich an der Schwelle des Todes wegen zu viel Stress. Einfach so, keine Ahnung warum, hab's nicht ganz verstanden. Aha, Satanophobie und Grübler. Grübler, also minus 10% erhaltene Stresslinderung und Stressschaden gegen Unheilig. Oh, au, au, au. Ich hoffe einfach, dass unsere Truppe, die wir gerade eben versuchen zu The heilen, degeneracy einigermaßen of the geheilt ist. hamlet is nothing, I fear, when compared to the condition of surrounding acres. Wupsi. Dann schauen wir doch mal ganz, ganz kurz mal in die Liste. Wir müssen eigentlich immer noch. Wir haben jetzt. Warum haben wir so wenig Geld? Ich habe doch so viel Geld mitgenommen. Ich habe über 4.700 mitgenommen. Wo ist denn das Geld hin? Kann das mal einer erklären? Verstehe ich gerade nicht. Ich muss mal kurz mal gucken. Ja, Umschalttaste. Verkaufen. Verkaufen. Wir brauchen Geld. 40% Widerstand gegen Bewegen. Ja. Gewöhnlich 20 Schaden gegen Scheusal, Scheusal, das ist halt alles so. Wir brauchen halt gerade eben echt Geld, um die Leute jetzt wieder auf den Damm zu bekommen. Das Schlimme ist, dass sie halt ihren Stress nicht abbauen, wenn sie in der Ding sind, ne? Also im Sanatorium. Das ist ein bisschen blöd. Der hier ist ziemlich gut, die sind auch eigentlich recht angenehm. Die ist ja immer noch am Saufen, die Messnage. Unglaublich. Kloster. Der ist immer noch am Beten. Jetzt sag bloß, weil wir die Mission nicht geschafft haben, gilt das nicht. Das wäre ja zum Kotzen. So. Dismes und Reynold. Reynold geht nicht beten. Was macht denn Reynold? Ach, er will nur beten. Super, habe ich ja genau das Falsche gemacht. Wahrscheinlich kriege ich mein Geld jetzt nicht mal zurück, wenn ich Behandlung abbrechen klicke, ne? Dann gehe ich jetzt gerade eben mal ganz schwer aus. Boah, das ist so teuer! Das ist unfassbar teuer. Das ist aber auch nicht günstiger. Und der Typ, ey! Ist immer im Weg. Glücksspiel, verbessert Stressabbau. Verbessert Stressabbau. Zweiten Platz hinzufügen. Ja, das. Strong drink, a game of chance and companionship, the rush of life. Wäre mir gerade eben sehr recht, wenn ich das tun könnte. So, kann ich das da oben auch noch? Nee, da fehlen mir natürlich die Büsten. Zwei Stück. Shit. Was wäre das nächste Level hier? Noch mehr Stressabbau. 8 Bilder, Gemälde und 15 Wappen. Ach komm, gib ihm, muss sein. Ich möchte, dass sie demnächst auch dann mal wieder einsatzfähig wird. Wir haben zwei Leute verloren. Wir können auf jeden Fall gucken, ob wir nochmal zwei neue bekommen. Oh, ein Suchender. Die hatten wir noch nicht. Komm ins Team. This man understands that adversity and existence are one and the same. Okay, dass Leid und Existenz dasselbe sind. Okay, ja, was bist denn du? Aussätziger, aha. Interessant, der ist auf jeden Fall auch so ein. Der ist blutrünstig. Fasziniert von Letzungen, Wunden und Folter. Das heißt, er will sie wahrscheinlich nicht heilen lassen. Fängt schon mal gut an. Ist aber dafür ein Scheusal als schlechter und will im Dorf nur spielen. Da kann man bloß hoffen, dass er dann nicht auch noch den Nachteil bekommt, dass er nicht spielen darf. Das wäre kacke.
Okay, wir haben hier. Moment, was ist denn das da? Besinnung. Aha. Zerhacken, läutern, Rache und trotzen hat er bis jetzt hier. Wir müssen auf jeden Fall mit ihm eine neue Runde anfangen. Also ein was Low-Bobbiges anfangen. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3. Wir brauchen noch einen. Nehmen wir noch mal so einen Hundetypen. A lawman and his faithful beast. A bond forged by battle and bloodshed. Okay, die Liste ist voll. Wir gehen einfach jetzt in die nächste Mission aus Mangelung an Alternativen. Ne, du bleibst tatsächlich da, denn du hast Stress. Und du auch. Alle, die Stress haben, bleiben da. Wo stehst du am besten? Genau, an der Posi. Dann gehst du am besten an die Posi. Du am besten an die. Und wo ist der letzte, den ich mitnehmen wollte? Dachte, da wäre... Ach, da, der Typ, genau. Gut, dann... Wir sind falsch gegangen, wir sind ins Labyrinth gegangen vorhin. Ha, ich wollte doch in den Wald. So, wir gehen in den Wald. Wir waren im Labyrinth, Leute. Deswegen habe ich schon gedacht, jetzt sind wir im Wald. Gut. Wenn man sich auch einmal vertut, ne? Ja, vom Geld her geht's ja zum Glück. Die Sachen sind ja zum Glück nicht so teuer. Ja, diesmal werde ich aber wirklich ein bisschen Geld sparen. Wir brauchen Geld! Ja! Das sieht jetzt... Ist ja gut! Dramatischer Erzähler! Das hier sieht jetzt schon mal deutlich waldiger aus, möchte ich mal sagen. So... Wir müssen mal ganz, ganz schnell schauen. Du, wie gesagt, bist das da. Der hat schon ein bisschen Grundstress. Warum kommst du mit Grundstress mit, Pappnase? Er ist ein Ruinenhasser. Immerhin sind wir nicht in Ruinen. Okay, er ist eine Nachteule. Er mag es also, wenn es dunkel ist. Damit können wir leben. Und mit dem Rest? Schlechter Spieler. Er kann beim Spielen Geld verlieren. Was? Man kann Geld verlieren. Ich sollte die Leute nicht spielen lassen. Spinnen! Igitt, sind die eklig. Warum dürfen die zuerst? Weil wir ausweichen dürfen. Okay, das ist ein Deal. Entschuldigung, Ernte. Könnten wir jetzt zwei gleichzeitig angreifen? Und fügt auch ein Bluten hinzu. Machen wir. Dann eine Blendgranate oder... Oder einfach nur zuschlagen. Ach komm. Bringen wir mal hier so die Reihe durcheinander. Könnten wir eigentlich sogar richtig krass angreifen. Ups. Das hat seinen Stress so ein bisschen reduziert, könnte man sagen. So. Sein auch. Und wir sind gleich nochmal dran, weil das der eine gewesen wäre. Jo. So kann es weitergehen. Wie auch immer diese Viecher hier sowas mit sich rumtragen, aber sie tragen es wohl mit sich rum. Jawohl, noch mehr Urkunden. Es gibt ja einen Friedhof. Ach, nee. Oh, der Penner, ey. Kann aber nicht wahr sein. Ich finde, es gibt's einfach zu oft, dass die einem die Sachen wegnehmen. Es nervt. Aha. Hier ist ein Hüttilein. Und was auch immer du bist. Verrottendes Totem. Heilkräuter? Passiert nichts. Anzünden? Passiert nichts. Dann lassen wir es einfach. Ich werde jetzt hier... Ah, sehr gut. Eine Fackel. Ich werde jetzt hier nichts irgendwie machen, von dem ich nicht sicher bin. Also so ein Totem, das sah schon ein bisschen schwierig aus.
Einfach mal zuschlagen und sich wohlfühlen. Destroy them all. Yes! Ja, das kann nur noch eine Ballade singen. Die Truppe ist so viel besser als die davor. Die haben's drauf. Die haben's drauf, sag ich euch. Ah, okay, der erste. Oh, der erste wirklich ernstzunehmende Kampf. Auch weil sich diese verdammte Reihe jetzt hier komplett. Oh, Moment, das machen wir anders. Yes! Ich finde das ja so jetzt gerade nicht gut. Machen wir es deswegen jetzt mal so. Nein! Das war schlecht. Uiuiuiuiui. Jetzt haben sie ihn mit dem Netz betäubt. Schwächung gezeichnet, alles. Gift. Boah, 8. Widersetzt sich aber gegen den Dot. Boah, die gehen jetzt aber gerade echt voll auf den los. So, tauschen. Wir haben keine Wahl. Ich finde aber irgendwie, dass der Hund auch nicht mehr Schaden macht, nur weil man ihm das Zeug gegeben hat. Unforeseen. Unforgiving. So. Ja, die bluten jetzt hier gerade zu Tode, die kleinen Mistviecher. Stirb! Das Bluten, das wirkt schon. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. So, so haben wir unsere Schlachtreihe wieder hergestellt. Genau, das haben wir übrig gelassen, gehabt, diese Kuriosität. Oh, schon wieder Gegner. Aber wir haben sie überrascht. Sehr schön. Wehtun. Wehtun. Ich dachte, ich kann auf die Spinne schlagen, aber nein, konnte ich nicht. Schnitt. Ja. Ein Einzelangriff, komm. Was, das lebt noch, das Vieh. Gut, es wird es nicht überleben. Gut, die jetzt schon. Nee, doch nicht. Okay. So kann's weitergehen. Ohne Witz, so kann's weitergehen. Eine Kiste. Vergessenes Gepäck. Wertvolle Gegenstände. Yes. Nochmal. Nein, Junge, lass den Scheiß. Der ist doch saudämlich, der Typ, ey. Zur Strafe muss er was essen, genau. Gut, hier gab's nix. Und wir können erkunden. Irgendwie ein Bücherregal. Ja, Mampf. Und Licht. Und da dürfen wir jetzt hier wieder mit einer Schaufel arbeiten. Voll die Tentakelranken. Malformed with misintent. Immerhin eins. Ein Gemälde. Gemälde sind sowieso immer so selten. Pfui Deibel. Was seid denn ihr? Keine Ahnung. Einfach weg mit. Ihr seht ja so aus, als ob ihr aus The Last of Us irgendwie entkommen werdet. Moment. So, und... Nam, 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 nam. Der macht nicht mehr Schaden dadurch. Das ist schräg. Mehr Bluten. So, einen schon mal weggeknatzt. Können sie schon mal weniger Schaden an uns anrichten. Das ist irgendwie so eine fragwürdige Artillerie. Ach du Kacke. Gift und alles. Wir haben, glaube ich, Heilkräuter. Die könnten, glaube ich, dagegen was machen.
zuerst mal machen wir gegen die da vorne was. Boah, wieder diese Markierung. Was ist denn das hier? Heilkräuter, Krankheiten vorzubeugen, kann auf Feldangewendungen und Kampfschwächungen zu beseitigen. Nee, das ist nicht das, was wir brauchen. Das Gegengift hätten wir dabei haben müssen für so einen Quatsch. So, dadurch ist das jetzt weg und das andere ist auch gleich weg. Boah. Der Gifthauch, ey. Das Problem ist, der stackt halt auch, ne? Genauso wie die anderen Wunden stackt das halt. Gut, der ist weg. Der hier wird's nicht überstehen. Den hier müssen wir noch irgendwie mal andotzen. Ja, das nenne ich andotzen. Einfach mal auffressen, ne? Gut. Ui. Success so clearly in view. Ein paar nette kleine Gimmicks. Und Schlüssel. Jo. Gut, 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 gut. Dann haben wir es ja fast. Gehen wir noch ganz kurz nach oben und dann darüber. Ja, das Gift schlägt es halt noch weiter hinzu, ne? Boah, und wie hart! Das ist ja nicht mehr witzig. Und so. Gut, die Kiste ist leer. Jetzt haben wir nochmal eine Schaufel. So, dass die Leute nicht witzig finden. Wir müssen 100% aller Raumkämpfe abschließen. Das heißt, es wird noch einen Raumkampf geben. Er ist voll. Okay. Ist der Kampf... Ja, der Kampf... Was ist das? Warum sind wir schon wieder überrascht? Das ist doch zum Kotzen. Finale. Nahkampf 3 zurück. Das war cool. Das war wirklich cool. Okay, der Hund ist schon mal weg. Einen haben wir immer zum Bluten gebracht. Dann machen wir dich jetzt mal hier betäubt. Ja, wieder set. Nee, okay. Betäuben hat geklappt. Das ist schon mal wichtig. Ja, wieder dieses komische Markieren da gezeichnet. Irgendwie mag er diesen Hund nicht. Wir können nichts mehr gegen diese Blutung tun. Das nervt. Diese Viecher halten ganz schön was aus. Kampfballade. Warum nicht? Jawohl, kritisch, das ist sehr wichtig gewesen. Er ist wieder dran. Jawohl, 16 kritisch. So kann ich arbeiten. Es ist nur noch einer da. Das sollten wir gewinnen. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Auch wenn der Gifthauch jetzt wirklich, wirklich heftig wird, langsam aber sicher und das alles. Ohne Heilung spielen ist halt echt quasi Selbstmord, ne? Das erleben wir gerade eben. Nee, mach nochmal dein Solo da. Nicht die Schlachtreihe, die ich haben will, aber ich muss mit ihr arbeiten. Seize this momentum. Push on to the task's end. Wir werden auf jeden Fall gehen, weil sonst sterben uns die Leute hier gleich weg. Was ist denn das? Ein abscheulicher Altar. Nee, den nehme ich jetzt auch nicht, weil ich glaube, dafür bräuchte ich das Weihwasser und wir haben es nicht. Wir beenden an dieser Stelle hier die Quest. Driving out corruption is an endless battle, but one that must be fought. Immerhin haben wir diesmal wieder mal richtig gut Geld machen können. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es am Anfang leichter ist.
Boah, wir haben wieder so viele Wappen, ey. Diese Wappen, ey, die kriegst du ein Dutzend billiger. Und er ist robust. Ja, okay, immerhin. Erhöhte Widerstand gegen Krankheiten. Ja, liebe Leute, und damit bedanke ich mich auch wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und wir haben unsere Helden wieder. Wir haben unsere anderen Helden wieder. Haben 8000 Gold. Das jetzt so langsam aber sicher kann man damit arbeiten. Ich weiß übrigens nicht, wie lange ich diese Let's Play-Reihe aufrechterhalten werde. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Zeit ich habe, aber auch natürlich im Rahmen meiner Zeitmöglichkeiten, wie gern ihr das anschaut. Das zeigt ihr mir am besten durch die Anzahl der Aufrufe, aber auch durch die Anzahl der Likes. In dem Sinne, liebe Leute, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben und schaut fleißig Darkest Dungeon. Macht's gut, bis dann, tschüss und ade.